Heimat ist da, wo man gerne wieder zurückkommt, wo man herkommt. Also jetzt, und man kennt da jeden Baum, jeden Strauch. Und das ist eben jetzt nicht mehr. Und deswegen nutzen wir jetzt noch die Zeit, wo noch ein bisschen vom Grundstück zu sehen ist. Dann fahren wir eben mal hin mit unserer Enkeltochter. Und dann fragt sie Oma, was ist das jetzt und warum ist das so und so. Und man sollte den Kindern das auch ein bisschen übermitteln, was man da jetzt verloren hat. Die haben öfters mal gesagt, das schöne Haus, das soll jetzt abgerissen werden und so. Das ist, war ja auch schön, das Haus. Und es war alles in Ordnung. Es war Elektrik neu, die Heizung war neu, das war alles, alles bestens. Und das schöne Haus soll abgerissen werden. Aber das ist bei den Kindern auch dann gleich in Vergessenheit, nicht in Vergessenheit geraten, aber sie haben sich damit, sie haben ihre Zimmer hier gesehen oder unsere Enkeltochter und das ist jetzt ihre und das ist in Ordnung und ja. Immer das war das, wo ich groß geworden, wo ich geboren bin und das ist eben jetzt hier ein bisschen anders. Ja. Hier muss ja schwer neu anfangen von, und wir werden das wahrscheinlich nie mehr erreichen. Damit ist dort, wo man. Hast du gewusst, wo der Baum stand und wo das hier ist, das ja anders oder es ist noch keiner da mehr. Ja. Wir sind ja im Ort geblieben, ne? Also das ist ja erst einmal schon ein kleiner Vorteil. Und unsere Freunde und, oder Bekannte oder wie man immer sagen soll, die sind geblieben, bis auf E2, die sich da gesungen haben. Ja, jetzt habt ihr eine Bilder, ja. Ja, unsere Nachbarn, es waren die, nebenan gebaut haben, es waren unsere Nachbarn und sind wieder unsere Nachbarn. Also das ist schon so ein bisschen Zusammenhalt. Jetzt im Dorf ist es, na ihr habt ja euch ein neues Haus bauen können. Wir haben jetzt, wie jetzt die am Tage beräumt sind, ja die haben den Schmutz und haben aber ihre Häuser noch, ne? Die hätten auch gern ein neues Haus. Also da gibt es schon Diskrepanzen da zwischen den Einwohnern. Das ist da nicht so prägend. Es ist aber unter den Gegebenheiten, wie es jetzt alles umgestaltet wurde, ist es, der Zusammenhalt ist nicht mehr da. Und das war früher, es war alles mehr, der Zusammenhalt war eben besser. Wenn man Zeit hat, kommt man da ans Überlegen und grübelt dann, war das alles richtig jetzt, was wir gemacht haben oder so? Das ist schon ein bisschen eigenartig. Obwohl die Zeit zurück möchte ich auch nicht mehr haben. Wie das zu Ostzeiten war und so. Es war ruhiger und geruhsamer alles. Aber unbedingt, also es war nicht erstrebenswert, dass wir das nochmal haben sollten. Es ist so schon besser.